Ah, hier. Da hinten muss ich hin. Lass die Technik lieber stecken. Ja, die steckt aber hinten in meinen Arsch. Hier ist das. Dein Ernst? Was aber sind da? Hey? Ich guck mal. Ah, hier ist Angrim. Eine gelbe. Das ist der Questmarker. Also der Quest. Admin. Wenn wir die Quest haben. Ich geh mal hier hoch. Und dann hier hinten irgendwo. Da noch nicht, ne? Kaidrin? Sei vorsichtig beim Mana-Schrein. Es gibt schon so genug Verzögerungen bei der Elex-Umwandlung. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass jemand dort hineinfällt und die Mana-Produktion aufhält. Also nimm den Rat eines Heilers an und pass auf, was du hier anstellst. Okay. Was genau ist ein Heiler? Du hast Glück, dass hier gerade wenig los ist, sonst hätte ich keine Zeit, dir deine Fragen zu beantworten. Man nennt uns Heiler, da wir die Welt heilen. Wir heilen sie von der Verseuchung des Elex. Wir überwachen die Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein und verarbeiten das Elex zu Mana. Und da dieser Vorgang sehr komplex ist, ist er auch sehr empfindlich. Danke für die Warnung, ich werde aufpassen. Jemand mit Verständnis, das ist gut. Sei einfach vorsichtig. Ich habe als oberster Heiler schon genug Sorgen. Das Überwachen der Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein birgt einige Gefahren. Also wäre es schön, wenn du mir nicht allzu sehr in die Quere... Moment mal, ich spüre da etwas. Was bist du? Deine Präsenz. Sie verzerrt das Mana-Feld. Es ist fast so, als wärst du... Nein, aber so siehst du gar nicht aus. Na, ich war ein Alp, ne? Nicht ich bin. Ich bin ein Alp. Ah, das erklärt natürlich deine untypische Präse. Halt, halt, halt! Du bist ein Alp. Aber das, eigentlich müsste ich dich hier und jetzt an Ragnar übergeben und köpfen lassen. Und doch, irgendetwas ist anders bei dir. Du scheinst nicht mehr gänzlich ein Alp zu sein. Deine Präsenz ist äußerst konfus. Ich werde dich vorerst nicht verraten, weil offenbar mehr Menschlichkeit in dir steckt, als es für einen Alp typisch ist. Auch wenn ich dich für den Moment gewähren lasse, sei dir sicher, dass ich dich im Auge behalte. Okay. Ein Anzeichen von dir, dass du uns doch feindlich gesonnen bist, und dir wird es schlecht ergehen. Oha. Was genau ist deine Aufgabe? Wie ich bereits erklärt habe, als der oberste Heiler hier in Goliath sorge ich dafür, dass der Mana-Schrein ausreichend mit Elex versorgt wird. Das Mana, das hier erzeugt wird, ist die Quelle unserer Kraft und allen Lebens hier in Edan. Wir sind die Heiler der Welt. Ohne unser Mana wäre ganz Edan nichts weiter als Wüste. Die Werker bringen das Elex zu uns und wir transformieren es am Mana-Schrein, um dann mit Hilfe des Manas Magie wirken zu können. Und wenn sich alle an diesen Prozess halten würden, gäbe es auch keine Probleme. Wie genau schafft ihr es, mit Hilfe von umgewandeltem Elex zu zaubern? Nur der Pilger selbst weiß um die Kraft des Manas. Wir benutzen es nur,
aber niemand hier weiß wirklich, wie es funktioniert. Mana einzunehmen öffnet deinen Geist. Es befreit eine Kraft in dir, von der du nicht einmal geahnt hast, dass sie da war. Das klingt gefährlich. Ganz und gar nicht. Wir haben schon einige Erfahrungen mit Mana sammeln können. Immerhin forschen wir schon seit über 50 Jahren an unserem Mana. Außerdem ist es ja nicht so, als würde das Einnehmen von Mana uns nicht verändern. Nur eben anders, als es bei den Alps der Fall ist. Wenn du einen Berserker zaubern siehst, dann achte mal auf seinen Arm. Auch wir mutieren. Aber im Gegensatz zu den Alps tun wir das kontrolliert. Okay. Du spürst das Mana? Allerdings. Ich arbeite schon sehr lange hier am Mana-Schrein, so dass ich inzwischen spüre, wenn das Mana durch die Präsenz von Elex verunreinigt wird. Ich spüre es, wenn zum Beispiel jemand mit einem Meteorsplitter voller Elex am Mana-Schrein entlang geht. Die Präsenz von Elex zu spüren, fällt mir leichter, wenn viel Mana um mich herum ist. Dann wird das Feld eindeutiger verzerrt. Ich spüre gar nichts. Schon klar, dass du nichts spürst. Du warst noch nie besonders feinfühlig für die Kraft der Magie. Es gibt Probleme bei der Elex-Umwandlung? Ja, es verschwinden leider immer mal wieder Elex-Pakete. Aha. Diese Elex-Pakete sind eigentlich zur Umwandlung am Mana-Schrein in Mana gedacht. Letzte Woche sind schon wieder 5 Pakete verschwunden. Und zusammen mit dem Elex auch eine unserer Wachen. Sein Name ist Kral. Hat Kral das Elex gestohlen? Ich vermute, dass Kral der Dieb ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann hier nicht weg. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der nach ihm sucht. Ich werde den Elex-Dieb Kral für dich finden. Wirklich? Nun, das wäre großartig. Vielleicht solltest du noch wissen, wo er sich häufig aufgehalten hat. Als Wache vom Clan der Nebelkrähen hatte er freien Zutritt zu allen Bereichen hier in Goliath. Ich weiß zufällig, dass er sich häufig auf den Balkonen oben im Haupthaus herumgetrieben hat. Er hat mir mal erzählt, dass er öfter die Aussicht da oben genießt. Vielleicht findest du dort ja etwas. Okay. Was macht ihr mit dem Mana? Unser Mana ist alles. Es ist das Leben selbst. Durch Mana sind wir in der Lage, mächtige Magie zu wirken. Kein anderer Mensch auf Magalan kann sich mit uns messen. Wenn man uns nicht kennt, mag man denken, dass wir schwach sind, vielleicht sogar zurückgeblieben, aber da liegen sie falsch. Durch das Mana können wir stärker und mächtiger werden als jede Maschine, die die Alps uns entgegensetzen. Aber es macht uns nicht nur stark, es bringt auch die Welt zum Erblühen. Sieh dich um. All das ist das Werk unserer Weltenherzen. Weltenherzen? Du bist wissbegierig. Das ist gut. Unsere Weltenherzen sind Pflanzen, die mit Mana angereichert sind. Sie allein schaffen es, zerstörtes Land wieder zum Erblühen zu bringen. Ganz Edan ist somit das Ergebnis harter Arbeit. Woher weiß ich, dass du mich nicht verrätst? Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, was du bist. Du scheinst kein vollkommener Alp mehr zu sein. Da ich die Hoffnung habe, dass es noch genug Menschliches und Emotionen in dir gibt, werde ich hier keinen verrückt machen. Also wirst du mir wohl einfach glauben müssen, dass ich dich an niemanden verraten werde. Wenn Angrim das wüsste, was ich jetzt weiß... Naja, sagen wir es mal so. Die Verbannung in den verbotenen Wald ist noch die harmloseste Strafe, mit der du rechnen könntest. Oh.
Ich muss dir wohl kaum erklären, was unsere Gesetze dazu sagen, oder? Nein. Dann ist ja gut. Ich bin selber kein großer Anhänger der Gesetze. Aber einige der Warlords stehen mit voller Härte dahinter. Wenn du also keinen Ärger willst, solltest du dich daran halten. Alles klar. Zeig mir deine Ware. Sicher. Was hat er denn so? Anleitung für vieles. Okay. Warte mal, wir haben ja... Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Hey, ihr habt da selbst sowas beim Verkauf oder so. Lernpunkte. Es gibt ja Lernpunkte, deswegen nehme ich die. Ah, ist Kälte gestiegen. Geht nix. Speicher mal und dann nur ein kleiner Blick. Alles klar. Wohin muss ich denn da? Alles klar. Angrim, ich komme, ich bin ein Alp. Yeah. Angrim, wer bist du? Du bist Schmied. Finger weg von meiner Schmiede. Ich kann es nicht leiden, wenn Leute meine Hämmer durcheinander bringen. Jeden Tag bearbeite ich das Metall, um Waffen und Rüstungen für unsere Leute herzustellen. Wenn mir aber das Werkzeug fehlt, wird es nichts mit der neuen Rüstung. Also ist man gut beraten, mich nicht unnötig von der Arbeit abzuhalten. Welche Vorteile bieten deine Rüstungen? Das will ich dir gerne erklären. Je nachdem, welchen Rang jemand bekleidet, empfiehlt es sich, eine bestimmte Rüstung anzulegen. Als Setzer sieht man sich schließlich mit anderen Herausforderungen konfrontiert als ein Krieger oder gar Erzberserker. Nur ein Beispiel. Bei der Rüstung eines Setzers achte ich darauf, dass die Bewegungsfreiheit bei der Feldarbeit so gut wie nicht eingeschränkt ist. Aber eine Kriegerrüstung muss im Kampf robust sein und größtmöglichen Schaden von ihrem Träger abwenden. Wann kann man eine bessere Rüstung bei dir bekommen? Ich bin nur befugt, Rüstungen auszuhändigen, um die man sich verdient gemacht hat. Einem Setzer ist demnach nicht gestattet, die Rüstung eines Erzberserkers zu tragen. Wenn es also dein Ziel ist, bis zum Erzberserker aufzusteigen, dann tu etwas dafür. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Okay. Ah, hat aber auch Hornschwert. Mhm. Hornschwert ist aber... Ah, es ist Hornschwert 2. Mhm. Eggerheim. Ah, kostet alles so viel. Jägerhose gibt es irgendwo hier zu finden. Hm. Ja, lass mal erstmal. Die muss Angrim. Lass mal gucken. So, da sitzt der kleine Pimmel. Ah, und hier ist die Waffe drin. Warte. Er speichert gerade. Raus, aber schnell. Hallo? Wenn du nicht das gleich rennst, meine lieber Scholli. Ey, Angrim. Du bist schon der Dritte, der innerhalb kürzester Zeit unser Tor durchschritten hat. Es hat sich wohl herumgesprochen,
dass wir den Alps erfolgreich die Stirn bieten konnten. Hoffentlich gehörst du nicht zu jenen, die Schwierigkeiten haben, sich unserer Lebensweise anzupassen. Ich werde dich deshalb im Auge behalten. Okay. Sollte ich dich kennen? Die Entscheidung überlasse ich deinem Verstand. Wenn du mehr Weitsicht besitzt als manch einer hier, dann wirst du die Antwort recht bald kennen. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es klug von dir wäre, unser Gesetz zu verinnerlichen. Achtest du meinen Ratschlag, werde ich mich erkenntlich zeigen. Handelst du ihm zuwider, wird es Konsequenzen haben. Wir haben schon genug Leute, die unsere Werte mit Geringschätzung strafen. Dabei ist es allein unserem Gesetz zu verdanken, dass wir bis jetzt überlebt haben. Meine Hingabe für das Gesetz ist mein Dienst an unserer Gemeinschaft. Meine Treue sichert das Wohl aller. Erklär mir das Gesetz. Hör gut zu. Erstens, falsche Lehren oder Gerüchte zu verbreiten, steht unter Strafe. Zweitens, die Nutzung von Technik ist verboten. Was? Alles, was an Technik geborgen wird, ist beim Schlund in die Hände der Werker zu übergeben. Ach so. Drittens, Setzlinge sind heilig. Sie zu zerstören oder sonst zu schädigen, ist strikt untersagt. Viertens, Mana darf nicht vergeudet werden. Die Gewinnung ist schwierig und duldet keine Fehler. Fünftens, freien Menschen ist Schutz zu gewähren. Zu guter Letzt weise ich dich darauf hin, dass nur Berechtigten der Handel erlaubt ist. Wenn du also auf der Suche nach nützlicher Ausrüstung bist, wirst du unsere Händler aufsuchen müssen. Was ist mit denen, die ihn nicht dran halten? Was passiert mit denen, die sich nicht daran halten? Die meisten werden verbannt oder erleiden den Tod. Wir können uns in dieser Hinsicht keine Schwäche erlauben. Wenn die Saat bereits faul ist, kann nichts Gutes daraus erwachsen. Was macht dich so sicher, dass das Gesetz unfehlbar ist? Weil wir es aus gutem Grund beschlossen haben. Vor Jahrzehnten wurde uns offenbart, auf welchen Abgrund die Menschheit zusteuert, wenn wir uns nicht wieder auf unsere Wurzeln besinnen. Wir erkannten, welch faulen Einfluss das Elex und die Technik auf alles Leben haben. Darum ist unser Gesetz der Kern unserer Gemeinschaft. Die Luft, die wir atmen. Also hinterfrage es nicht und verändere es nicht. Dann bekommen wir zwei kein Problem. Was macht die Berserker aus? Wir bedienen uns der Kraft der Natur und lehnen Technik rundheraus ab. Denn die Technik kann uns nichts geben, was wir nicht schon haben. War diese Welt einst eine leere Einöde, bringen wir sie wieder in Form. Um es klar auszudrücken, wir sind die Zukunft der Menschheit. Wie stehst du zu den anderen Gemeinschaften? Gemeinschaften? Meinst du etwa diese streunenden Hunde der Wüste? Das Pack schimpft sich Outlaws. Und genau das sind sie auch. Ja. Gesetzlose Wegelagerer, die nur sich selbst im Sinn haben. Das ist der mein Mann. Und die Kleriker beten einen Gott an, der nur Tod und Zerstörung bringt. Sie leben auf kargem Fels. Und wir sind alle besser dran, wenn sie dort bleiben. Leider werden in letzter Zeit immer mehr von ihnen außerhalb ihrer Heimat gesichtet. Was stört dich daran? Eine ganze Menge. Das eigentliche Problem liegt darin, dass sie ihre Reihen mit neuen Rekruten aufstocken. Noch sind sie uns an der Zahl unterlegen. Aber wer weiß, wie lange das noch der Fall sein wird. Und wenn mich nicht alles täuscht,
ist bereits jemand unter uns, der ihre falsche Lehre verbreitet. Jemand müsste dem Ganzen ein Ende setzen, bevor sich unsere eigenen Leute gegen uns wenden. Sinda schickt mich. Sinda? Geht es um die Nahrungslieferungen aus dem Wald? Ja, sie sagt, es wird nicht mehr geliefert und lässt fragen, was da los ist. Hat Jora denn nichts gesagt? Verdammt nochmal, den werde ich mir wohl mal zur Brust nehmen müssen. Okay. Ja. Was hat Jora damit zu tun? Ich habe Jora damit beauftragt, zu Sinda zu gehen und ihr alles zu erklären. Anscheinend hat er sich nicht an meine Anweisungen gehalten. Wie dem auch sei, um Jora kann ich mich später kümmern. Es werden keine Lieferungen mehr kommen. Meine Leute sind im Wald gestorben. Sie wurden von einem Unhold überrascht. Wenn das stimmt, sollte die Gegend gemieden werden. Endlich jemand, der die richtigen Schlüsse ziehen kann. Manch einer hätte jetzt geprahlt, er könnte es locker mit so einem Biest aufnehmen. Davon rate ich allerdings ab. Ich werde nicht noch mehr meiner Männer in den Tod schicken. Sinda wird neue Leute finden müssen, die für sie die Drecksarbeit erledigen. Der Eisenclan wird sich nicht nochmal in Gefahr begeben für ein bisschen Fisch und Fleisch. Sag ihr das. Alles klar. Und noch was. Hast du Aufgaben für mich? Hast du eine Aufgabe für mich? Wenn du unsere Regeln verinnerlicht hast, gibt es etwas, bei dem du mir helfen kannst. Das habe ich. Gib mir die Aufgabe. Am Schlund wirst du die Hütte des Werkers Jora finden. Dort befindet sich seit kurzem eine defekte Elex-Waffe. Ich will, dass du sie mir bringst. Verstanden. Gut, ich erwarte dich bald zurück. Wenn du sonst noch Fragen hast, sprich mit Jora. Geh nun. Ja, noch was. Wegen des Klerikers. Übertrage mir diese Angelegenheit. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Warum solltest ausgerechnet du das schaffen, woran sich der halbe Eisenclan die Zähne ausgebissen hat? Weil ich weiß, wen du suchst. Bist du dir sicher? Falsche Anschuldigungen sind eine schwere Sache. Ganz sicher. Ich bin hier bereits einem Kleriker begegnet. Dann hat sich diese Ratte hier lang genug eingenistet. Ich will ihn tot sehen. Und du wirst das unverzüglich erledigen. So viele Quests, die kann ich mir gar nicht merken, ey. Leck mir am Arsch. So, warte. Ja, mal der einen mal Bescheid sagen, ne? Wo ist die denn nochmal? Da sind, okay. Ist schon markiert. Gelb. Er muss nun gelb. Lass deine Technik lieber stecken, sonst passiert noch jemandem etwas. Hier. Sieh hier. Nee. Hey. Hier rum. Hier wird mir gar nicht angezeigt. Auf der Karte. Sei der Scheiß. Der orangen Nippel. Nippel. Ach, Queen ist ja Käufer, stimmt ja. Wo haben wir denn Jora? Der war ja auch irgendwo hier. Da sind wir. Hey. Ich habe mit Angrim gesprochen.
Und? Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferungen? Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Ich könnte für dich gehen. Du? Ich weiß nicht. Es ist ja nicht nur eine Lieferung, die ich brauche. Du wirst mir schon jeden Tag mindestens 5 Lieferungen bringen müssen. Nein, nein, das ist nicht die Lösung. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Ja, kann man machen. So, die sind ja oben, ne? Also hier oben. Vielleicht treffen wir ja irgendwie Jora oder so. Der war ja auch hier irgendwo, ne? Der Pimmelkopf. Messer zu. Wer ist ja nochmal Thorak? Cormac. Cinder braucht eure Hilfe. Der Hammerclan ist immer bereit zu helfen. Worum geht es? Sie braucht Leute, die die Nahrungslieferungen aus dem Wald holen. Das ist doch Aufgabe des Eisenclans. Okay. Die Männer des Eisenclans sind gestorben. Es gibt auch noch genug von ihnen. Das sind mir vielleicht Feiglinge. Wenn ich helfen soll, dann nicht ohne meine Männer passend auszurüsten. Angesichts der Umstände schrecke ich auch vor unkonventionellen Methoden nicht zurück. Ich will schließlich nicht, dass meine Männer wie die vom Eisenclan enden. Also wirst du mir einen Bewegungssensor beschaffen. Am besten begibst du dich zum Schlund und siehst dich dort nach einem um. Ist das nicht gegen das Gesetz? Mach dir darum mal keine Sorgen. Okay. Sobald ich den Sensor habe, kläre ich das. Hol ihn einfach. Ich habe den Bewegungssensor für dich. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Cinder schicken, aber sobald sie bereit sind. Ich weiß, wo das war. Sag oder ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammerclans zählen. Ja. Nice. Ich gehe aber trotzdem noch zu Krognack. Weil kann ja sein, dass ich weiterkomme. Hey! Ragnar, genau. Ich komme den ganzen Namen durcheinander weiter ein, wirklich aus meiner anderen Stadt. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Ich bin im Vor gewesen. Dann raus damit, was hast du gesehen? Eine gut befestigte Stellung und viele Waffen. Und ihre Mannstärke? Beachtlich. Ich hatte immer gehofft, dass die Outlaws sich selbst zerfleischen. Aber besser, ich behalte sie im Hinterkopf. Hier, nimm das. Ach, da, boah, nice. Danke. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Jora meint, dass du ihn mit Maschinenteilen vom Konverter versorgt hast. Das war sicher nicht einfach. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Meine Frau weiß nicht, was sie von dir halten soll. Kein gutes Anzeichen. Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Da hast du auf ganzer Linie versagt. Du hast das Schwert von Erik Eisenfaust nicht in fremde Hände gegeben. Das war klug von dir. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Was? Streng dich an. Wo ist denn die Frolle? Können wir damit
mit der noch quatschen? Hier, Frau Olle. Pass auf dich auf. 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 Ach so, ich darf auf mich aufpassen. Okay. Scheuert. So, dann gehen wir mal der alten die frohe Kundschaft beschaffen. Hin und her, wa? Hin und her. Tschalalalalala. Hin und her. Kennst du hin und her? Warte. Ein Apfel. So sind da. Der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Wirklich? Du hast Cormac tatsächlich überredet? Mhm. Ja. Das ist ja hervorragend. Ich habe noch etwas Elixit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? Gib mir 300 Elixit. Ich denke, das ist angemessen. Man kann kein Preisschild an das Wohlergehen Goliaths hängen. Hier, gib nicht alles auf einmal aus. Danke. Bring mir etwas bei. Natürlich. Nee, die kann ja nix. Die kann ja nix, die ist scheiße. Yoga ist doch hier, ne? Nee, wer ist Bertram? Kann die auch was beibringen? Angrim hat es auf deinen Kopf abgesehen. Das ist nicht gut. Er verurteilt jemanden zum Tode, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber ich werde ihm zuvorkommen. Hilf mir, hier rauszukommen. Ich brauche sicheres Geleit, um aus Edan zu verschwinden. Dein Kopf ist wertvoller als dein Leben. Du mieser Bastard! Ich zeige dir jetzt, was es heißt, mich zu reizen. Dir bringe ich Manieren bei! Bis später. Okay. Warum fokussiert er die an? Dann sag ich das dem nicht. Scheißegal. Ich will es nicht machen. Das lande ich nachher bei dem. In die falschen Hände. Was haben wir denn noch für Quests? Wir haben einiges, ne? Das ist die Quest, ja. Nee. Muss ich ihn töten? Hm.
Ja, komm, dann lass mal das. Dann töten wir ihn. Schwer mal. Tornschwert ist aber schwächer, ne?